Konnichiwa, Leute, und herzlich willkommen wieder zurück zu Watch Dogs. Wir sind ja hier in der Mission, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall bei irgendeiner krasse Mission. Fortschritt, gucken wir mal. Ja, stimmt, wir sind jetzt Akt 3. Akt 1 und Akt 2 haben wir abgeschlossen. Akt 2 ist ja am längsten hier im Spiel. Und ja, wir sind jetzt gerade in Akt 3. Und dann Akt 5. Ja, Akt 4 ist auch nicht mehr so lang. Und Akt 5 ist recht kurz. Ich hoffe, das ist aber dennoch keine jetzt kurze Mission oder sowas denn. Sehr schön. Takedown. Weiß. Wir haben einen Toten. Augen hoch. Nix da. Das wird gehen. Oh, da ist ja noch irgendwo einer. Noch mehr. Oh la la. Man, irgendwie muss doch abgelenkt sein hier, oder? Wer war das, verdammt? Oh. Hättest du dich gleich umdrehen können? Ich wollte einen schönen Takedown machen. Der war so schön vorbereitet gewesen. Achso, ja, ich kann ja aus dem Fenster rausspringen. Super nice. Super geil. So. Dann hängen wir mal den Kram hier. Hallo. Ja, hacken. Wo will das nicht funktionieren hier? Und dann noch aktivieren bevor. Oh. Identifiziert. Gute Nacht. Ach, wir müssen die Kasten aktivieren. Okay. Den ersten haben wir schon mal aktiviert. Schauen wir mal hier oben. So. Wir haben das CTOS für einen Medienangriff benutzt. Wohin der Bürgermeister auch sah, spielten wir mit seiner Scheißparanoia. Sagten ihm Geschichten von fremdgehenden Frauen und woran man sie erkennt. Haben ihm die Warnzeichen beigebracht und dafür gesorgt, dass sie ihm begegnen. Ob es funktioniert hat. Ja, Bellwether hat eine Scheidung binnen 2 Monaten vorausgesagt. Und wisst ihr, wie lange es gedauert hat? 20 Tage. Hört euch das mal an, das ist episch. Genießt du deinen Frauenabend? Ich hoffe, er ist es wert. Das gab mir die Zeit, unser Hochzeitsalbum zu verbrennen. Bleib weg, solange du willst, du Hure. Deine Sachen liegen draußen im Müll. Ruf mich an, wenn du einen Anwalt hast. Oh, scheiße, ja, ja, das waren wir.
Na? Gute Nacht. So was nennt man Assassin Power, mein Freund. Das scheint ja auch wieder was Schönes zum Knacken zu sein hier. Ah ja. Wunderbar. Oh. Boah. Shit, 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 shit. Jawohl, geschafft. Bin in Position, sollte nicht lang dauern. Wenn du die Spyware installierst, wird ein Virus gestartet. Der scannt das System nach meinen Daten und löscht sie. Und die können das nicht entdecken? Nein, ich kann die beobachten, aber die mich nicht mehr. Miss Gardner, ein gewisser Damien Brinks möchte Sie sehen. Damien Brinks? Worum geht es? Es geht wohl um Raymond Kenny. Ach so? Schicken Sie ihn her. Ja, Ma'am. T-Bone, bin fertig. Dein Name ist Sauber und Spyware ist drin. Ja, ich registriere schon die Pings. Gut gemacht. Und jetzt raus da. Sekunde. Auf den Servern ist ein Name aufgetaucht. Jemand, den ich kenne, ist hier. Ich sehe mir das an. Mach keinen Scheiß, Aiden. Diese Jungs sind keine Dorftrottel. Ich bin bald zurück. Dann schauen wir das mal an. Wir wollen ja die Sache weiter auf den Grund gehen. Da. Sie haben meine Aufmerksamkeit. Reden wir über Raymond Kenny. Damon. Eins nach dem anderen. Sie müssen wissen, dass ich Dreck gefunden habe. Über einige CTOS-Manager. Welche Art Dreck? Die kostspielige Art. Ganz ruhig. Ich bin kein Erpresser. Also kein Geld. Was dann? Ganz simpel. Sie können den Dreck haben. Weniges ist so einfach. Wie lautet der Preis, Mr. Brinks? Ich will in CTOS. Ich gebe Ihnen Kenny, den Dreck, sogar den Rächer, sobald ich mit ihm fertig bin. Ich weiß, die Leute da oben würden das nicht erlauben. Aber die müssen es ja nicht wissen. Und Kenny ist gleich hier in Pawnee. Ist das nicht praktisch? Entschuldigen Sie mich. Wir haben Kenny. Bewegt euch. Es ist immer schön, wenn man helfen kann. Der will in diesen Verein rein? Seht euch um! Verdammt! Damien wird noch alles vermasseln. Warum merkt er das nicht? Wir brauchen Ray Kenny. Ich muss ihn da rausholen.
Irgendwie muss ich jetzt hier raus, verdammt. Das kann nicht sein. Das Ding ist doch da. Wenn ihr ihn nicht findet, seid ihr tot. Bitte den Scharfschützen! Die denken, ich bin Sniper, obwohl ich alle die mit der Special-Pistole abknall. Dummköpfe. Wir stecken ein. Ah! Ich finde den Sniper. Ah! Und das alles mit der Special-Pistole. Voll nice. Aber mal ernsthaft, ne? Die denken voll, ich bin Sniper. Immer noch so geil. So, raus hier. Hopp, aua. Er wollte mich aufhalten und hat's auch versucht. Diesmal gewinnt er nicht. So sieht's aus. Da kommt Ärger auf dich zu. Blum weiß, wo du bist. Du musst dich irren, Amigo. Wenn ich mich recht entsinne, bist du doch da, um mich von Blums Radar abzulöschen. Ja, das hat geklappt. Nur ist jetzt die Miliz hinter dir her. Manchmal sollte ich auf die Stimme hören, die mir sagt, dass ich im Bett bleiben soll. Manchmal, ja. Gottverdammte Scheiße. Okay, beeil dich ein bisschen. So. Ich bin ja schon unterwegs, Mann. Ah, fuck. Oh. Ich bleib in Deckung. Hoffentlich kannst du besser schießen als die Typen. Hey, ich bin doch nicht so schlecht. Hallo, steh doch schneller auf. Ich wollte erstmal 100 Jahre. Und tschüss. Sei vorsichtig. Wo ist der Hinter? Geht da lang. Und tschüss. Was verflucht? Pass auf, Mann. Geil. Das ging ja richtig gut ab hier. Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Nur fair. Wir müssen hier weg. So, dann hauen wir mal ab hier, oder? Scheiße, jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallen scharf schalten. Das kann nicht sein. Und dann müssen wir echt die Hufe schwingen. Eine Schande. Na gut, dann lass uns mal loslegen, Mann. Scheiße. Nein! Ah, fuck. Das wollte ich nicht. Mann. Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Nur fair. Wir müssen hier weg. Scheiße, jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallen scharf schalten. Und dann müssen wir echt die Hufe schwingen. Meine Schande. Na gut, dann lass uns mal loslegen, Mann. Pass auf, ich gebe Deckung. Fick mich. Folge mir. Okay, Mann.
Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten, klar? Alles klar. Hast du Kopfhörer? Was? Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Ja. Hey, ich sagte doch, hier geht alles den Bach runter. Ich überlasse dir die Ehre. Warte, Moment. Wie mein Portfolio. Mach weiter. Wow. Und der rennt da erstmal los. Geht schon mal vor. Wahnsinnstyp, ey. Der ist nicht schlecht. Jetzt gehen wir wohl nach Chicago wieder zurück. Und dann versuchen wir, Damien ja, aus dem Verkehr zu ziehen. Los geht's. Hey, der Angriff tut mir echt leid. Schon gut. Ich versuche mich nicht mehr an Dinge zu binden, weil ich sie normalerweise verliere. Das muss ich noch lernen.
Ich kann nicht gut loslassen. Oh, ich brodle wie Mount St. Helens, das kannst du mir glauben. Aber ich bin nicht undankbar. Trotz des Rückschlags bin ich ein freier Mann. Dank dir. Jetzt also zurück nach Chicago. Sag mal, kannst du mich da irgendwie unterbringen, Mann? Wir sind in deiner alten CTOS-Station. Echt? Im Bunker? Das passt schon. Kannst kaum erwarten, deine Dateien zu zerpflücken und zu sehen, worum es hier eigentlich geht. Davon darf absolut nichts raus, T-Bone. Ich tausche es gegen Nikki. Mach dir da mal keine Sorgen. Du hast mir geholfen. Jetzt bin ich dran. Okay, wunderbar. Der Bunker. Spürst du das? Das Gewicht von Trillionen Bytes Informationen an der Fingerspitze. Jedenfalls musst du hier für eine Weile untertauchen. Aha. Was soll das alles? Bin nicht sicher. Sie hat was mit einem alten Job zu tun. Und irgendwer möchte nicht, dass ich was rausfinde. Hm? Schön, dass es dir gut geht. Sagst du mir, was passiert ist? Industriespionage, korrupte Bullen, große Explosion, Honey. Und du bist? Das ist Clara. Clara, das ist T-Bone. Auch bekannt als der legendäre Raymond Kenny. Im Ernst? Nicht alle in diesem Spiel sind Models, Kleines. Nein, ich meine... Wow. Ich bin ein Fan. Oh. Enchanté. Okay. Was ist passiert? Oh, Damien war hier. Was? Woher wusste er? Weiß nicht, er handelt seinen eigenen Deal aus. Was mit Blumen? Davon hast du nichts gesagt. Ist okay. Nein, nichts ist okay. Du musst mir sagen, wo du alles drinsteckst. Und zwar alles, sonst entschlüssel ich einen Scheißdreck. Also, Damien und Blue. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich entscheide selbst, worum ich mir Sorgen mache, Aiden. Hör mir doch mal zu. Ich brauche einen Namen von diesem Server. Unser Deal ist, ich bringe dir die Daten, du entschlüsselst sie. Tja, dann hast du jetzt ein Problem. Hey, wir brauchen dein Fachwissen. Der Server benutzt deine Verschlüsselung. Wir brauchen Raymond Kenny. Bist du sicher, dass du die Daten beschaffen kannst, ohne geschnappt zu werden? Nein. Ach, endlich bist du mal ehrlich. Gut, dann leg es besser los, Mann. Clara hier wird mich in ein paar Dinge einweihen. Danke. Jetzt habe ich alle Sorgenkinder zusammen. Alle Sorgenkinder zusammen. Ich suche noch mal hier irgendwie was aus. Ah, hier. Ist ja auch nicht schlecht. Oh ja, erweitern. Boah, da müssen wir noch mehr die Skillpunkte erhöhen. Zusammen. Clara an den Monitoren, T-Bone hilft mir in Irex Festung einzudringen und Jordi. Tja, Jordi macht, was Jordi so macht. Okay, sehen wir, was Irex da beschützt hat. Verdammt, warst du? Pawnee. Puh, herzliches Beileid.
Ich bin auf dem Weg nach Rossi Fremont. Ich brauche Hilfe. Du zahlst mir nicht genug. In diese Todesfalle gehe ich nicht. Musst du auch nicht. Du bist mein Scharfschütze. Schon wieder? Na, klingt vernünftiger. Hey, du redest nie, wo ich bin. Ja, stimmt. Ich gieße deine Pflanze. Maurice, gib ihn mir. Was? Was? Wer ist da? Wenn du nicht redest, bleibst du da. Oh nein. Ach komm bitte. Ich hab keinen Namen. Du verstehst nicht. Ich bin erledigt. Ich kann's nicht stoppen. Ich sehe ständig dieses Mädchen. Und sie sieht mich einfach nur an. Halt's Maul. Ich hab gesagt, halt's Maul. Okay, Heulsuse, zurück in deine Ecke. Gott, Piers, was hast du gesagt? Wir treffen uns da. In Rossi Fremont. Klar, ich werde da sein. Er ist richtig komisch, der Typ. Er ist richtig komisch. Aber egal, wir werden auf jeden Fall im nächsten Part weitersehen, wie es weitergeht. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch wieder im nächsten Part dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, also viel Spaß noch sonst weiterhin mit meinen anderen Videos. Und bis demnächst wieder, euer Giga Tobi. Konnichiwa, Leute, und herzlich willkommen wieder zurück zu Watch Dogs mit euer Giga Tobi. Und ich sehe schon wieder, ich muss den Controller auch mal wieder allmählich wieder aufladen. Oh, meine Güte. So, auf jeden Fall können wir trotzdem schon mal hier anfangen. Ja, ich hoffe, ihr seid soweit mit den anderen Parts, ja, soweit nachgekommen. Herzliches Beileid. Ich bin auf dem Weg nach Rossi Fremont. Ich brauche Hilfe. Du zahlst mir nicht genug. In diese Todesfalle gehe ich nicht. Musst du auch nicht. Du bist mein Scharfschütze. Schon wieder? Na, klingt vernünftiger. Hey, du redest nie, wo ich bin. Ja, stimmt. Ich gieße deine Pflanze. Maurice, gib ihn mir. Was? Was? Wer ist da? Wenn du nicht redest, bleibst du da. Oh nein. Ach komm, bitte. Ich hab keinen Namen. Du verstehst nicht. Ich bin erledigt. Ich kann es nicht stoppen. Ich kenne nicht dieses Mädchen. Und sie sieht mich einfach nur an. Halt's Maul. Ich hab gesagt, halt's Maul. Okay, Heulsuse, zurück in deine Ecke. Gott, Piers, was hast du gesagt? Wir treffen uns da. In Rossi Fremont. Klar, ich werde da sein. Er ist so schräg auf jeden Fall. Aber das hatten wir ja schon im letzten Part gehabt. Okay. Wow, Mann. Wuhu! Oi, oi, oi. Jawohl. Was für ein cooler Drift. So, nee, da komme ich nicht. Ich hatte eben gerade so eine Idee im Kopf gehabt, aber ich habe gedacht so, nee, lass mal lieber sein. Würde nicht so gut enden. Ah, die Karre geht aber schon richtig ab, muss man sagen. Nein, hallo! Hey, machst du das Absicht oder was? So. Checken wir mal ab hier. Die nächste Mission. Mit allen nötigen Mitteln. Kein Bettbug dieses Mal. Ich gehe allein rein. Ich habe den Grundriss schon gesehen. Irak ist irgendwo da drin und wird sicher bald merken, dass ich komme. Er weiß, wonach ich suche. Diesmal nehme ich alles mit.
Diesmal nehmen wir alles mit. Ja, hier waren wir schon mal. Aber da hat ja Deepak uns geholfen. Aber jetzt sind wir nun quitt. Und ja, jetzt müssen wir das alleine schaffen. Nochmal hier. Hier waren wir ja schon mal. Ich bin in Rossi Fremont. Ja, ich sehe dich. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Kümmert's dich? Geh weiter, Penner. Es gibt da einen Computer, auf dem... Nein, schon gut. Ich will's gar nicht wissen. War doch nur Smalltalk. Ah, den Typ hab ich. Achso. Oh Mann, hast du das gesehen? Ja. Gut, dass wir ihn jetzt als Schauschützen haben. Klopf, klopf. Du mieses Stück. Verfehlt, Jordi. Ja, ja, du hast den leichten Job. Leck mich am Arsch. Ich hab nen Haufen Kids mit billigen Knarren erwartet, aber das ist ja fast eine Armee. Das sind Viceroys. Irak hat eigene Ansichten, wie man Straßen kontrolliert. Das ist etwas erschreckend. Die Jugend von heute, hm? Mist, da kommen immer mehr. Sicher, dass du da rein willst? Ich will da nicht rein, aber ich habe keine Wahl. Das ist dein Problem. Du bemerkst nicht, dass es immer eine bessere Alternative gibt. Du verrennst dich in kleine Abenteuer, die nie gut für dich ausgehen. Fertig? Mhm. Nur ein bisschen. Komm. Autsch! Lol. Sieh gut zu. Aber er ist aber noch nicht tot. Na endlich. Oh, ja, diesmal hat er das jetzt gemacht. Sehr schön. Sorry, schlechter Winkel. So. Clara, kriegst du die Tür? Wir arbeiten daran. Cleburne hat eine Idee. Ja. Die benutzen meine Verschlüsselung für die Sicherheitstür. Nicht leicht aus der Ferne zu knacken, aber dein Wunderkind hier hat den Geistesblitz. Wenn du die Tür vom Strom trennst, schaltet sie für eine halbe Sekunde auf den Standardcode zurück. Ach, und den kennst du? Ja. Ich hab den scheiß Algorithmus geschrieben. Probieren wir's aus. Ah, Stapler. So, toll. Hat der nichts gebracht, wirklich? Tada! Ist offen. Du kannst uns später lang. Pass auf dich auf, Aiden. So, jetzt geht's zu Irak. Ich wusste nicht, dass du kommst. Yo, läuft bei euch hier. Oh, oh! Ey, so ein Scheiß, okay. Alles klar. Aus den Leuten, aus dem Fallschirm kommen Leute raus. Ey, ist ja geil. Okay. Okay. Wenn das so ist. Ich wusste nicht, dass du kommst. Voll die Blöden. Scheiße, das war schlecht. Ah!
Boah. Puh, das war knapp, ey. So. Glaubst du, du hast's drauf? Ich denke schon. Du glaubst, du kennst dich in einem Netzwerk aus. Na, das tue ich auch. Schön mit der MP5. Ey! Boah, die MP5 ist aber richtig stark. Dieser blöde Shotgun-Typi. So. Boah, ey, jetzt schleichen wir uns nicht rein, sondern ballern uns hier durch. Wo kommt dieser Scheißkerl her? Fuck. Nicht vom Club. Die machen das nicht. Aber wer verdammt ist er? Ein Bulle? Warum soll denn Bulle sowas machen? Ich geh noch nach wegen dem Mann. Und diese Videos. Woher sind die? Ich hab ihn noch nie gesehen, aber... Nimm das. Ey. Immer schön vorsichtig. Dir was aushalten. Boah, das ist ja gar nichts, das ist halt voll dunkel. Da versteckt er sich. Sieh dein Fuß. Haha. Legt euch nicht mit einem Hacker an. Boah, dass noch Kopfschuss gezählt hat, ist, hat mich jetzt auch gewundert. Ernsthaft. Okay, jetzt geht das da nach oben. Ich hoffe jetzt nicht, dass da noch Gegner uns erwarten. Oh ja. Hier, er ist hier. Unten bleiben, Wies. Der macht uns Feuer unterm... Und tschüss. Ach nö. Blöder Jagger. Immer diese Gepanzerten hier. Gar nicht übertrieben gemacht. Oh, der Wahl war es gerade. Du wirst hier niemals lebend rauskommen. Bist du bereit dafür, Soldat? Bist du bereit dafür, Soldat? Soll jeder erfahren, was ich war? Das ist so geil! Dann
kam aus dem Nichts, hatte nichts und ich habe um nichts gebeten. Jetzt. Sag mal die Nachrichten, Meister. Das habe ich geschafft. Ganz allein. Kommt rein hier und schnappt euch den Wichser. Was hast du bisher erreicht? Shit! Aufpassen, Wies! Scheiße, wie hat er... Boah, ey. Okay, Scan haben wir schon mal gemacht. Blackout. Ey, das sind ja richtig doof, wenn man das einsetzt. Ist ja nice. Blackout ist ehrlich OVP, ey. Richtig overpowered, ey. Richtig nice. Blackout. Kein Ausweg. Wow. Was ist jetzt schon wieder los hier? Jetzt läuft die Mucke wieder, ne? Nach dem Blackout. So. Da ist die Tür, ja? Ja, dann gucken wir mal, was uns da drinnen jetzt erwartet. Ach ja, hier waren wir ja schon mal, stimmt ja. Nun sind wir aber jetzt selber hier drinnen. Hier ist jetzt wirklich nichts, okay. Da ist der Serverraum. Dann hacken wir mal das große Biest hier. Okay, Clara, bin drin. Du solltest jetzt eigentlich alles empfangen. Ich seh's. Kommt einiges rein. T-Bone wird mit der Entschlüsselung anfangen, wenn wir alles haben. Das ist ein ziemlich großer Download. Das ist Iraqs Druckmittel. Für Erpressungen. Er sammelt das schon seit vielen Jahren. Gut, das war alles. Schnell zurück, Aiden. T-Bone startet jetzt die Entschlüsselung. Bin unterwegs. So, dann ziehen wir uns wohl zurück, oder? Wir haben es ja jetzt, was wir wollten. Oh Mann, sieh dich an. Na toll. Crispin! Nein, nein, warte. Piers, stimmt's? Warst du das, Piers? Die Auktion? Du lässt die Scheiße auf mich regnen? Weil hier regnet's echt eine Menge Scheiße. Bleib schön stehen. Damit kommst du mir nicht so einfach davon. Du hast mich ins Knie gefickt, in meinem Scheiß geschnüffelt und meine Pläne durchkreuzt. Das warst du? Der andere Hacker aus dem Mellow. Ja, das da ist meine Währung. Mein Meisterstück. Und du willst es mir wegnehmen. Du hast etwas sehr viel Wertvolleres von mir. Ich hab was von dir? Motherfucker, ich kenn dich nicht mal. So. Wo ist er hingerannt? Da. Du willst meine Familie ficken, hä? In mein Haus einbrechen? Nur ein Scheiß-Clown, ha? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Wie der abgeht. Ein Möchtegern-König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! Wie der abgeht. Okay, Ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Was ist das?
Ah, deine Familie wird dich schon wieder bekommen. Nein! Hä? Das war jetzt gerade richtig doof.